Manuel Abi hat ein Statement abgegeben und wir werden jetzt mal darauf reagieren. Es geht wohl um Bushido etc. Weil Sie sehen, dass der Anführer der Lauchabteilung, ne, es zu was gebracht hat in Deutschland. Wenn du alles von dir über Bord geschmissen hast, was dich kränken könnte als Junge oder als Mann, dann ist normal, oder dass du gelassen sein kannst. Also ich finde einfach, der Widerspruch ist zu heftig zwischen seiner Musik und zwischen dem, was er in der Doku erzählt hat und seinem echten Leben so. Bro, und mir vorstelle, dass die halt ihr Leben lang nie wieder frei sind so. Für die Kinder und für die Frau und so, das ist voll scheiße, das ist unschön. Weißt du, das wünscht man niemandem, nicht mal seinen größten Feind. So, wenn du die Wahrheit sagst, hast du viele Feinde, Bruder. True that, motherfucker. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Heute Bushido und Manuelsen Reaction, warum, was geht bei euch ab, Digga? Das habt ihr schon bei mir unten in die Kommentare reingeschrieben beim letzten YouTube-Video. Was läuft da? Was gibt's denn da? Was ist passiert? Klärt mich mal auf. Und wie führt man sich das am besten zu Gemüte, Freunde? Was soll ich mir da angucken? Ja, ey, scheiß drauf, Digga. Wir können es auf jeden Fall mal reinziehen. Ich bin da, also, ich würde mir das auch privat reinziehen, weißt du? Warum dann nicht im Stream? Manuel Abi hat ein Statement abgegeben und wir werden jetzt mal darauf reagieren. Es geht wohl um Bushido etc. Ich bin gespannt. Hab gar nichts mitbekommen. Wirklich gar nichts. Kein Ton, ist dein Ernst, Digga? Ich zieh mir die ganze Scheiße rein, Bro. Ist kein Ton, oder was? Ich küsse euer Herz, meine lieben Freunde, Alter. Sorry, Digga, ich hab Chat nicht aufgehabt, Mann, du weißt doch. Wir haben uns. Wir gehen nochmal rein. Stärker als ich. Du meinst, du bist. Aber er hat eine interessante Sache gesagt. Er hat gesagt. Stream, einfach eine F*** in einem Livestream. Leute, da gibt's nicht viel zu erklären. Hört euch am besten direkt die Worte von Manuel Eisner. Lost Lock, Bruder, habt ihr euch schon gewöhnt oder nicht, Digga? Keep cool. Die gehen wir auf verschiedene Punkte ein. Er sagt. Ja. Du warst ja nicht gemeint und ich weiß gar nicht warum. Und selbst wenn ich gemeint wäre, warum würde mich Hampelmann so triggern? Das ist ja die alte Masche. Du warst ja nicht gemeint. Da braucht man gar nicht drauf einzugehen. Dass das mittlerweile Quatsch ist, das wissen wir eh alle. Aber er hat eine interessante Sache gesagt. Er hat gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, hat er sowas gesagt wie, ja. Ich wär ihm egal. Wo hat er das denn gesagt, Digga? In einem Stream, wa? Livestream war das, glaube ich, ne? Irgendwie? Also der hat den Song gemacht. Dann hat Manuelsen diese eine Story gepostet. Dann hat Bushido Stream gemacht und jetzt macht Manuelsen das Statement. Richtig oder falsch? Und es juckt ihn ja gar nicht. Und ich brauche auch nicht denken, dass er denkt, dass er stärker als ich. Du meinst, du bist 3 Meter groß und das und dies und dieses Feld lässt er mir und dies und das und dass er da gar nicht drauf eingehen will und so. Guck mal, ich will euch was erklären. Ich weiß ganz genau, ihr versteht das nicht, weil seine Fans sind eh alle 16 und 12 und 14 und 20 maximal. So, guck mal, ich will dir was zu der Psyche erklären. Guck mal, damals, wo wir Kinder waren, sind wir rausgegangen, wir haben uns gekebbelt, wir haben so Schlägereien nach der Schule gehabt, wenn man so, ey, wir treffen uns heute nach der Schule, wir kebbeln das aus so. Oder wir sind was habe ich damals gemacht? Judo haben wir gemacht. Und dann haben wir Karate haben wir gemacht, so in unserer Jugend, weißt du, ich meine? Wir haben so Jungs-Sachen gemacht, weißt du, so Sachen, die so Jungs machen halt einfach. Wir sind nach Hause gekommen mit aufgerissenen Knien, Fußball haben wir gespielt. Leon, du musst dir das vorletzte Video von Netflix angucken. Es ist einfacher, jemanden zu täuschen, deine... Ja, normalerweise müsste ich mir jetzt einen Song reinziehen erstmal, dann müsste ich das Video von Dings sehen, aber er wiederholt das ja. Also es, glaube ich, reicht, wenn wir uns das letzte Video von Manuelsen, man versteht schon, weißt du? Wir nur so mal einen Eindruck davon bekommen, was da abgeht. Weißt du, ich meine? Auch hoch. Also halt so Jungsachen. Also wir kommen noch aus... Also oder nicht, Chat. Eigentlich aus einer Generation, wo Jungs so Jungs-Sachen gemacht haben. Weißt du? So Skateboard fahren, hinfallen, Fußball spielen, kebbeln, Kampfsport. So unsere Vorbilder waren so Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme und so. Weißt du, wie ich meine? Wir wollten so sein wie die. Und das hat in uns so ein Gefühl gegeben, so. Dass Puck, Digga, ich wollte mal sein wie Puck, Bruder. Dann wie Nelly, LL Cool J, das waren so meine Vorbilder. Stark sein müssen.
Jungs müssen stark sein. So, nicht jetzt vom Bizeps oder vom Kreuz oder von sonst irgendetwas her. Auch wichtig aber an der Stelle, ja, muss ich kurz einhaken. Bizeps, Rücken, alles wichtig. Aber so vom, weißt du, so vom Kern her. Das hat jetzt auch nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, unsere Mentalität ist so, Jungs sind so wir passen auf Mädchen, wir passen auf Mädchen auf, nicht die Mädchen auf uns. Ne? Also ja, wir sind so groß geworden. Das hat auch nichts damit zu tun, ob du jetzt deutsch groß wirst oder südländisch oder... Oha, da sehe ich schon wieder die Kampagnen laufen gerade. Wir passen auf Mädchen auf und nicht Mädchen auf uns. Manuel, Bro, pass auf, Digga, du weißt, wie es ist heutzutage. Selbst daraus drehen die dir heutzutage den Strick. Und wenn du dazu noch nicht genderst, Bro, oh mein Gott. Was weiß ich? Kapi. Wie du auch immer groß wurdest, auf jeden Fall du bist so groß geworden. Okay? Und das hat in uns so das Gefühl gegeben, so nach dem Motto, ey, so, meine Freundin guckt auf mich. Ich bin der Mann. Gar nicht jetzt so macho-mäßig so, aber ich bin der Mann und die Frau ist die Frau. Gerne. Du, so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Halt so wie Jungs halt so groß werden, so wie ihr mich versteht. Ihr versteht mich auch, Jungs müssen groß werden. Und Jungs sind stark und passen auf die Mädchen auf. Oder wenn Mädchen ein Problem hatten, bist du als Junge dahingegangen und hast das geklärt. Und du hast dich schon mal gekäppelt und du hast auch mal was vom Kopf gekriegt, auch kein Problem. Aber dann bist du wieder aufgestanden und hast halt so Jungs-Sachen gemacht. Weißt du? Und ich bin da sehr stolz drauf. Ich bin da sehr stolz drauf, dass wir so denken, dass ich und meine Freunde zum größten Teil, also nur eigentlich, ne, so groß geworden sind. Ne? Wir sind so groß geworden und wir haben noch so Sachen in uns, wir haben noch so Sachen. Ich glaube, ich weiß auch, warum er so krass ausholt, so weit ausholt. Es ist einfach auch schwer, so, ne? Ich habe mir den Song von Bushido, habe ich mir auch reingehört und hab dann auch mir gedacht, so während der dann wieder andere Leute beleidigt hat und gesagt hat, dass er irgendwie Koks von da nach da pusht, so, habe ich mir so gedacht, so, bei dem Musikvideodreh war einfach wahrscheinlich irgendwo standen dann noch Polizisten rum, so, und haben ihn beschützt und die hören doch auch den Song. Weißt du, wie ich meine, so, und dann sagt er, ich fick deine Mutter und ich mach dies und ich mach das. Das ist voll paradox für mich persönlich zum Nachvollziehen, zum Verstehen, ohne jetzt auf persönlich, no front an der Stelle. In uns, die uns als Jungs oder als heutzutage Männer, die wir nicht auf uns sitzen lassen können. So, natürlich nicht mehr so wie in der Jugend damals, aber es gibt halt Sachen, die triggern uns, da müssen wir uns auf jeden Fall zu Wort melden zu. Weißt du? Wenn du aber ein Mensch bist, der alles, was diesen kleinen Jungen, den ich gerade beschrieben habe, wenn du alles von dir über Bord geschmissen hast, was dich kränken könnte als Junge oder als Mann, zum Beispiel so Sachen wie deine Frau zum Beispiel. Wenn jemand was gegen deine Frau sagt, das ist nicht nur ich, ne? Das ist von mir bis zu dem letzten Libanesen, bis zu dem letzten Türken, bis zu dem letzten Kurden, bis zu dem letzten Deutschen, bis zu dem letzten Chinesen oder bis zum letzten Finnen oder Dänen oder Pole oder egal woher auf der Welt, wenn du egal welcher Ethnie, egal welchen Glauben, egal von was, den letzten davon, der aber ein bisschen so groß geworden ist mit Raufen und Käbbeln und Jungs, du musst auf die Mädchen aufpassen und so, der Vater hat dir mal eine gezogen, du bist gerade aber aufgestanden, standst zu deinen Fehlern gerade, den letzten davon, wenn du ihn mit diesen Sachen triggerst, wird er sich zur Wehr setzen. Okay? Wenn du aber ein Mensch bist, der das alles von sich geschmissen hat, den auch selbst das nicht mehr aufregt, dass jemand über deine Familie redet, über deine Frau bedroht, angeblich deine Familie bedroht und angeblich
und angeblich und angeblich und angeblich. Wenn du das alles über dich, von dir geworfen hast, ne, dann ist normal, Bruder, dass du gelassen sein kannst. Weil es gibt ja, es gibt nichts, was dich auf dieser Welt aus den Fugen bringen kann, außer Geld. Außer Geld. Und du, und dann entschuldigt man das so, ja, das ist für die Familie. Das ist doch alles für die Familie. Ja, ich will nur meine Familie schützen. Wenn Menschen seine Familie schützen wollen, wenn Menschen ihre Familie schützen wollen, dann bringst du deine Familie nicht in Gefahr. Dann bringst du deine Familie nicht in Gefahr. Uns wird hier versucht zu erzählen, jetzt so seit anderthalb Jahren, dass alles hier gemacht wurde für die Familie und wegen der Familie und wegen der dies und wegen der das. Aber kein Mensch hat seine Familie in Gefahr gebracht, außer man selbst. Außer man selbst. Und warum? Weil all diese Sachen, Kebbeln, Raufen, dies, das, Spielen damals, Jungs, boah, ich hab in die Fresse gekriegt, boah, ich hab mir einen Zahn ausgeschlagen, oh, ich hab hier eine Narbe oder ich hab hier eine Narbe oder ich hab hier eine Narbe. Aber wenn all diese Sachen fehlen, ne, dann ist normal, dass irgendwann musst du jemanden holen, der dir diese Narben ersetzt. Der ersetzt dir diese Narben. Okay? Weil du nie gelernt hast, mit Narben umzugehen oder mit Kämpfen umzugehen. Nicht kämpfen, körperlich. Kämpfen. Oder mal gerade zu stehen. Oder mal einen in die Fresse zu kriegen. Weißt du, wie ich meine? Er hat damit noch nie gelernt, umzugehen. So. Und dann hat er sich Verstärkung geholt. Starke Jungs. Mit Einfluss. Die für ihn reden, die für ihn machen. Und guck mal, kein Mensch soll mir hier erzählen, dass er das nicht 20 Jahre lang genossen hat. Ich weiß selber, dass er das genossen hat. Wenn du dich doch so unwohl in deiner Haut gefühlt hast. Hm? Wenn du dich doch so unwohl in deiner Haut... Okay, der Bruder packt komplett aus, oder was, Digga? Also, in Teilen auf jeden Fall fühle ich. Fühlt das. Ne? Wie viele Leute hast du denn antanzen lassen, erniedrigt, unterdrückt, deren Mütter beleidigt? Hm? Du redest die ganze Zeit hier Beleidigung. Du beleidigst Mütter und Familienangelegenheiten von Freunden von uns schon das dritte, vierte Mal auf die ekelhafteste und bestialischste Art und Weise. Und stellst dich aber dann wieder mit deiner defensiven Art dahin und sagst, das war doch... oh shit, man. Danke für den Support, Bre. Ich bin in Gefahr und ich bin ja so der Arme und das können die Leute können das alle haben und ich will gar nicht mehr damit sein. Mir geht's nur noch um Familie. Du lässt deine Familie in die Kamera grinsen. Alle sind getouched. Bruder, ganz ehrlich, ich auch. Ja, Bruder, geil. Ich bin sehr getouched. Ich hab mir deinen Drister angeguckt, ich bin sehr getouched. Bruder, bei mir war es genauso. Ich hab's mir reingezogen und ich war drin. Ich bin sehr getouched. Wallah, du hast... Und guck mal, ich meine das ernst. Das ist der Unterschied. Wenn ich was sage, dann meine ich das auch wenigstens ernst. Okay? Ich war sehr getouched. Ich glaube wirklich, dass du eine sehr, sehr schöne Familie hast vom Ding her. Deine Kinder, mashallah. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Und ich hab die angeguckt. Und ich hab noch, und du kannst nachfragen, frag nach, ich muss es ja nicht mitkriegen, aber frag nach. Ich hab noch zu meinen Kollegen allen gesagt, ich meine so, Wallah haram. Der hat so schöne Kinder. Wofür gibt er sich den ganzen Scheiß noch? Ich hab auch gedacht bei der Dokumentation, so wo ich mir das angeguckt habe, ich habe jetzt nicht so gedacht wie Manuel, aber an ein paar Stellen, weil er ist ja auch teilweise einfach so ehrlich, weißt du, und macht sich nackt quasi, also macht Seelenstriptease und mit seiner psychischen Situation auch und wie er teilweise beschrieben hat und wie er da teilweise saß und man sieht ihm auch in der Dokumentation teilweise an, wie krass das ihn als Menschen auch fertig macht, diese ganze Scheiße, so weißt du, dass du auf jeden Fall, wenn du Herz hast, da definitiv einen Teil Mitleid auf jeden Fall bekommst, so 100%. Ich hab sogar gesagt, ich schwör, deine Frau, voilà, stabil. Stabil. Man mag über sie reden, was man redet. Kein Problem. Das passiert. Ich bin da auch nicht fehlerfrei. Bruder, über mich wird auch sehr viel geredet. Und über meine damalige Beziehung wird auch sehr viel geredet. Und wir haben alle nicht alles richtig gemacht. Also ich will mich jetzt nicht als Vorbild hier hinstellen. Ich habe genug Fehler auch gemacht. Das ist kein Problem. Ne? Aber ich habe mir gedacht, so, du hast doch alles. Ne? Und wenn du in Gefahr bist, dann nimm doch deine Familie, geh und mach das vernünftig.
Aber nein, du gehst und du beleidigst Mütter von Freunden von uns. Ja? Du beleidigst Familie von Freunden von uns. Und du machst das halt, was du machst. Du bist ja intelligent. Und das, ich habe mir auch gedacht so, boah, Digga, sei froh, dass du deine Familie hast und dass du deine Frau auch hast, die so hinter dir steht und mit dir steht, so, weißt du? Weil sowas alleine jetzt, unabhängig davon, wie es zu dieser Situation gekommen ist, Bro, man steckt da ja auch nicht selber in den Schuhen drin. Unabhängig davon, wie es dahin gekommen ist, einfach, weißt du, dass jemand da ist und wo du dich auch fallen lassen kannst, mit dem du reden kannst und so. Weil ich glaube, wenn du in so einer Situation, wie er ist oder war, alleine bist, Bro, dann, er hat ja gesagt, er hat ja schon psychische Struggles, deswegen geht er dreimal die Woche irgendwie zum Therapeuten, so, dann kann, Bro, wenn du alleine bist, dann, ich glaube, die haben denen auch krass geholfen, überhaupt weiterzumachen, so. Du bist sehr intelligent, gut. Deswegen, du weißt ja, was du machst alles. Du kennst deine Provokationen, du kennst deine Schachzüge, die du machst, weil du wirklich sehr intelligent bist, okay? Weil das, was wir damals so ausgetragen haben, dafür haben dir immer die Eier gefehlt. Deswegen, du saßt zu Hause und du warst am Denken, am Rechnen und am Machen. Und am Studieren und am Lesen und am Machen, am Tun. Wir haben Fußball gespielt, wir haben uns geprügelt, wir sind in Diskothek gegangen, wir haben gefeiert, wir haben gemacht, wir haben getan. So, wir sind so groß geworden. Das alles fehlt dir, ist vielleicht auch gut für dich, aber deswegen, also das, was dir hier fehlt, hast du auf jeden Fall im Schädel. Da gebe ich dir sogar recht, sag ich dir ganz ehrlich. Du bist ein smarter Mistkerl, sag ich dir ehrlich. Aber ausgebufft. Ausgebufft ist er auf jeden Fall. Kleines Schlitzohr, Digi. Der Bushido. So dumm, wie du denkst, dass wir sind, sind wir leider lange nicht. Leider nicht. Okay? Und deswegen dieses, ja, und ich lass das dir, dieses Erhabene, was du da spielen willst, ne, das sag ich dir direkt, das fliegt nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das nimmt dir auch keiner mehr ab. Also, so, deine Twitter-Bubble und all deinesgleichen, die so groß geworden sind wie du, ne, deine Fake-Account-Army, ne, das sind auch genauso Leute, die sich nie geprügelt haben und die sich nie getan haben. Guck mal, was heißt nicht geprügelt jetzt im Erwachsenenalter? Ich meine, als Kinder so gerauft haben, so die das nicht gewohnt sind, diese Schrammen am Knie und dieses so groß werden, so wie Männer von meiner Generation groß geworden sind. Weißt du, ich meine, alle, die das nicht haben, das sind deine Fans und die verstehen kein Wort von dem, was ich gerade sage, kein Wort. Ne? Das ist aber auch nicht schlimm. Weil diesen. Ich glaube trotzdem, dass da bestimmt ein paar Prozent so rumhängen und sich das reinziehen und so und einfach nur die Musik reinziehen und so, weißt du, wie ich meine, die vielleicht von der Einstellung her eher so auf Manuelsens Seite sind und Mucke aber trotzdem sich dann geben, ein Like drücken und schreiben, du bist Legende, so, weißt du, wie ich meine. So viele nehmen das ja auch nicht persönlich oder ernst oder so, weil die selber ja auch nicht gedisst werden, so, weißt du, wie ich meine. Das ist schwer nachzuvollziehen und zu verstehen, für mich auch, aber ich bin mir fast sicher. Also, oder diesen Kids oder jungen Männern, sagen wir mal, die würden dir sogar verzeihen und die würden sogar hinter dir stehen, wenn du ein Kinderschänder wärst. Wenn du ein Kinderschänder wärst, was du natürlich nicht bist und was ich auch nicht gehört habe, aber selbst, stell mal vor, es wäre so, selbst das würden die dir verzeihen. Verstehst du? Weil die sehen, dass der Anführer der Lauchabteilung, ne, es zu was gebracht hat in Deutschland. Und du bist ihr größtes Vorbild. Du bist ihr größtes Vorbild. Die denken sich, ey, guck mal, ich bin auch ein Lauch. Ich kann nix, ich hab nix. Ich bin nix, aber ich kann trotzdem was werden, so wie Bushido. So, und die gucken, und die halten so sehr an dir fest, das ist doch okay. Das ist okay. Das ist wirklich, wirklich okay. Ne? Es kann nicht jeder so sein, wie der andere, sagen wir mal. Und ich will mich jetzt nicht ins beste Licht drücken hier. Wie gesagt, ich habe 1001 Fehler. 1001 Fehler. Okay? Aber deine Fehler habe ich nicht. Und wenn du sagst, du bist geduldiger als ich, ja, bist du. Weil, wie ich gerade erklärt habe, wenn du alles an Männlichkeit über Bord geschmissen hast, was ein Mann triggern kann, ja, normal bist du geduldig, ach hol. Wenn du all das über Bord geschmissen hast, was mich hat damals nach Gelsenkirchen fahren lassen, zum Beispiel, und die Auseinandersetzung mit deinem Kollegen zu haben, ne, so, das hast du ja gar nicht mehr. So. Allein dieses jetzt wieder live gehen und wieder antworten, ne, weil
es triggert mich, weil ich habe ein Herz noch, Bruder. Ich habe ein Herz und es ist vollkommen egal, wie alt ich bin. Es ist vollkommen egal, wie mein finanzieller Status oder mein Erfolgsstatus oder mein sonst irgendetwas ist. So, ich könnte der König der Welt sein oder ich könnte ein Heckenpenner sein. So, es sind Sachen, die regen mich auf. Warum? Weil ich noch ein Herz habe, Bruder. Ich habe noch ein Herz. Mich juckt das noch ein bisschen, was andere über mich denken. Und lieber sollen die mich hassen, weil ich ihre Timeline jedes Mal zuspamme mit irgendeinem Scheiß. Lieber sollen die mich dafür hassen, bevor die mich für die Sachen hassen, wofür man dich hasst. Weil die Sachen, für die man dich hasst, ne, das sind so ziemlich die ekelhaftesten Sachen, für die man einen Mann hassen kann. Holmes, du setzt dich in deine Doku und sagst, ja, da ist meine Frau rausgegangen und hat sich vor Arafat gestellt und hat gesagt, okay, bla 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 bla, sie ist mehr Mann als ich. Also, bei allem Respekt, es gibt viele Rap-Kollegen, Das Ding ist ja so, für mich, Bruder, wenn du so bist, du kannst so sein, weißt du, ich würde das nicht verurteilen oder so, wenn du so bist, aber dann verkauf dich halt nicht als krassen Motherfucker, der irgendwie, weißt du, Gangster ist und diesen Rap macht und Mutter fickt und Leute beleidigt und Drogen vertickt und was nicht alles so. Und sagt dann so, also ich finde einfach, der Widerspruch ist zu heftig zwischen seiner Musik und zwischen dem, was er in der Doku erzählt hat und seinem echten Leben so. Da ist nicht mehr viel mit Echtheit, da ist nicht mehr viel mit Realness drin so, weißt du? Und das ist halt, Manuelsen ist einer, der versucht immer echt zu sein, immer real zu sein, immer das zu sagen, was er wirklich denkt und nicht irgendwie einfach nur echt zu spielen oder real zu spielen so, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt ein Riesenunterschied, Bro. Die haben sich komisch diesbezüglich geäußert, ja, deiner Frau gegenüber. Aber ich schwöre, seit dieser Doku habe ich einen anderen Blick auf die Frau. Ich habe einen anderen Blick auf die Frau. Und egal, was ihre Vergangenheit auch sein mag oder nicht sein mag, es liegt nicht in meinem Interesse. Aber in meinen Augen, nimm dir ein Beispiel an ihr. Ja, Digga. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Das ist krass. Die Kraft, die sie aufopfert für deine Familie, das wäre normalerweise dein Part. Ich frage mich manchmal, wie Bushido hätte aus der Nummer rauskommen können, ohne diese ganze Scheiße jetzt mit Polizeischutz und dies und mit das und so. Er hätte sich halt zu irgendeinem Punkt einfach gerade machen müssen, sich hinstellen müssen und sagen müssen, okay, jetzt passiert, was passieren muss. Vielleicht sterbe ich sogar, was ich nicht glaube, was nicht passiert wäre, glaube ich. Aber ich mache jetzt alles dafür, damit es danach vorbei ist. Wir wissen alle, wie es ist. Es kommen Punkte im Leben, wo Scheiße passiert, wo du Fehler machst, wo du Scheiße baust, wo du irgendwas verzapfst, was dich einholt wieder so. Und dann musst du dich dafür gerade machen oder es verfolgt dich. So. Und ich zum Beispiel war auch immer einer, ich mache mich lieber sofort gerade und dann passiert, was passieren soll. Und danach bin ich wieder frei, in Anführungszeichen so. Bevor ich mich verstecke oder so. Weißt du, wie ich meine? Weil das ist doch ein Gefühl, das ist ein Lebensgefühl, was einfach richtig scheiße sein muss. Und da habe ich auch Mitleid mit. Auch wenn ich jetzt denke, das weiß ich nicht so, weißt du? Ob man das vermeiden hätte können, ich denke schon. Nichtsdestotrotz habe ich damit Mitleid, wenn ich seine Familie sehe, seine Frau sehe, seine Kinder sehe. Und dann, Bro, und mir vorstelle, dass die halt ihr Leben lang nie wieder frei sind, so. Für die Kinder und für die Frau und so, das ist voll scheiße, das ist unschön, weißt du, das wünscht man niemandem, nicht mal seinen größten Feind. Das wäre normalerweise dein Part. Und ich möchte verstehen, warum du in deiner Musik noch unbedingt den Dicken machen musst. Warum? Ja, jetzt ist es eine Kunstfigur. Na. Wallah, du bist sehr schlau. Du bist ein smarter Mistkerl, ich schwöre bei Gott. Jetzt bist du schlau. Jetzt ist es eine Kunstfigur. Und es ist ja egal, was Bushido rappt. Es ist egal, was Bushido rappt und egal, was Anis Fashichi denkt. Jetzt.
Jetzt soll man dich dafür respektieren, für deine Kunst, für deine Kunstfigur, die du geschaffen hast, Bushido. Seit wann ist Bushido eine Kunstfigur? Schon immer? Oder erst seitdem es aufgeplatzt ist? Egal wie rum du das auch drehst, du machst falsch. Du machst falsch. Ich erinnere dich an unser Treffen mit Ashraf. Ich erinnere dich daran. Okay? Ich erinnere dich an unser Treffen mit Ashraf. Du saßt mir gegenüber. Wann war das? Gegenüber. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir selber geschworen, wo ich dich treffe, schlage ich dir den Schädel ein. Zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und ich habe dir für Ashrafs Augen, ne? Weil wir Ashraf lieben und respektieren, ne? Habe ich deine Hand geschüttelt und habe es beigelegt. Okay? Wenn ich dich so nicht interessieren würde, wärst du zu diesem Treffen nicht aufgetaucht. Wärst du zu diesem Treffen nicht aufgetaucht, wenn ich dir ja so egal bin und bin alles so und Mann, das ist, dann wärst du zu diesem Treffen nicht aufgetaucht. Oder willst du auch sagen, dass du gezwungen wurdest zu diesem Treffen? Wurdest du gezwungen? Guck mal, ich musste keinen Frieden mit dir schließen. Ich kann mit dir Krieg für immer führen. Für immer und ewig. Ich führe mit dir Krieg für immer und ewig. Und egal mit wem du... Dicker, wusste ich gar nicht, dass die sich getroffen haben. Krass. Krass. Das sind neue Infos, Digi. Also die hatte ich so nicht. Wenn du mit der Polizei bist, ich führe mit dir Krieg auf immer und ewig. Mir ist scheißegal. So, I don't give a fuck, Bruder. So. Aber du bist zu diesem Treffen gekommen, weil es dir selber nicht mehr in den Kram gepasst hat. Okay? Und deswegen habe ich mich drauf eingelassen, die Sache beizulegen. Okay? Nicht wegen dir. Du bist mir scheißegal. Solange du deine Fresse hältst, bist du mir scheißegal. Aber wenn du mich beleidigst, bekommst du zurück. Und ich hab doch alles probiert. Wir haben dir Glück gewünscht. Wir haben dir das Beste gewünscht. Und Bruder, schließ nicht von dir auf mir. Schließ nicht von dich auf mich. Wenn ich sage, hey, komm, Khalas, komm, scheiß drauf. Ne? Scheiß drauf. Und dann kannst du jeden fragen. Jeder, der hier aus Westdeutschland kommt und mich kennt, ob der mich hasst oder ob der mich liebt, okay? Da kannst du jeden fragen, wenn ich was sage, dann meine ich das auch. Und wenn ich jemand die Hand gebe, dann ist das Ding zu. Du kannst sogar deinen Kollegen neben dir fragen, ob er mich hasst oder nicht, aber das wird dir bestätigen müssen, wenn er aufrichtig ist. Okay? Das wird dir bestätigen müssen. Wir haben doch alles probiert. Du hast wieder angefangen. Lass mal diese... Ja, wieso? Du warst doch gar nicht gemeint. Lass mal, Kurban. Bitte. Lass das sein. Homes, wir sind verschiedener, als man nur sein kann. Oder wir beide sind verschiedener, als man nur sein kann. Was auch. Das ist aber ein Riesenproblem, Mann, weil so redet man brutal krass aneinander vorbei. Dicker, das ist halt schon krass, wenn das wirklich zu diesem Treffen gekommen ist und die sich getroffen haben, mit Ashraf Hände geschüttelt haben und so, und dass er sich dann jetzt aus dem Polizeischutz raus hinstellt und ihn wieder beleidigt. So, das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Vollkommen okay ist. Ich will damit nicht sagen, dass ich besser bin und du schlecht. Oder du schlecht oder du besser und ich schlecht. Wir sind einfach nur verschieden. Okay. Und denk nicht, dass ich was davon habe, dass ich mir jedes Mal diese Scheiße mit dir gebe. Ganz ehrlich, Wallah, ich hab mich selber gefickt damit. Wallah, die Menschen hassen mich. Mittlerweile die Menschen hassen mich. Aber Bruder, ein sehr, sehr weiser Mann, ein sehr, sehr großer Mann, der vor 1500 Jahren gelebt hat, möge alles Wohlgefallen auf ihm liegen, hat mal gesagt, Bruder, wenn du die Wahrheit sagst, hast du viele Feinde, Bruder. So, wenn du die Wahrheit sagst, hast du viele Feinde, Bruder. True that, motherfucker. Ich muss kurz Holz nachlegen, wartet kurz. Manuel's nicht in, man. Geil, den mal wieder reden zu hören, so. Hab ich vermisst, Digi. So.
sprech die Wahrheit und du hast Feinde, Bruder. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Wallah, sehr viele hassen mich auf den Tod. Sehr viele hassen mich auf den Tod, weil ich immer wieder was sagen muss. Und immer wieder, wenn mir einer was vorwirft, muss ich antworten, weil ich bin so groß geworden. Ich bin so groß geworden, wir lassen nicht Sachen über uns ergehen. Wir lassen nicht Sachen über uns ergehen. Ha, wenn du eine Frau bist. Internet ist halt schwer, Bro, was soll ich dir sagen, Alter? Wenn du im Internet immer alles, was gegen dich gesagt wird oder gemacht oder getan wird, immer irgendwie dann was tun, machen musst, so, dann bist halt dein Leben lang damit beschäftigt, so, weißt du? In Real Life fühle ich auf jeden Fall, ich habe damit auch meine Probleme schon gehabt, dass ich es nicht geschafft habe, gewisse Dinge zu ignorieren oder mich nicht triggern zu lassen, so. Aber Internet heutzutage, da kannst du nicht auf alles reagieren, sonst machst du dich selbst kaputt, Digga. Wenn du eine Frau bist, dann kann man Sachen über sich ergehen lassen, weil das ist, man, weißt du, mit Frauen streiten ist, keine Ahnung. Wie meinst du? Aber man lässt Sachen, die Männer einem hinterherrufen, lässt man die nicht so stehen. Ich muss sagen, ich habe in meiner ganzen Zeit, wo ich in der Öffentlichkeit stattfinde, auch noch nicht richtig so den Weg gefunden, wie ich am besten damit umgehe. Vor allen Dingen, wenn es nicht echt ist, sondern einfach nur auf Mobbing oder jemanden nicht fühlen und deswegen versuchen, ihn fertig zu machen, basiert. Eigentlich, wo ich mich bis jetzt am besten mitgefühlt habe, ist, wenn ich mich auf mich konzentriere, auf meinen Weg und die Dinge versuche, so weit wie möglich raus zu ignorieren. So. Egal, was für ein Webstar du bist oder wie bekannt man ist oder sonst irgendetwas ist, lässt man nicht stehen. Guck mal, wir sind doch alles für die gleiche Sache hier. Nein, nicht alle. Ich bin hier für Musik. Ich bin hier für Musik. Und Musik schreibt einer gerade, er meint, glaube ich, gewalttechnisch. Kann auch sein, ja. Bro, sei ehrlich, Alter. Sei ehrlich, komm. Sei ehrlich. Sei doch ehrlich. Sei doch einmal aufrichtig. Du bist nicht für Musik, Bruder. Du bist nicht für Musik. Du hast noch nie irgendwas selber geschrieben, Bruder. Santino hat deine Sachen geschrieben. Echo hat deine Sachen geschrieben. K1 hat deine Sachen geschrieben. Shindy hat deine Sachen geschrieben. Mojo hat deine Sachen geschrieben. Flair hat deine Sachen geschrieben. Spectre hat dir den Look gegeben, Bruder. Sag mir nicht, du bist hier für Musik, Bruder. Was weißt du von nachts bei Kerzenlicht schreiben, Bruder, und deine Seele aus Blatt bringen, Bruder? Was weißt du davon, Bruder? Was weißt du davon, Sachen zu schreiben, Bruder, die dich therapieren, die dich heilen, Bruder? Worte, dein Innerstes, dich zu expressen, Bruder, was weißt du davon? Bruder, du weißt nur was davon, anderen Leuten zu sagen, ey, heute geht's mir so, schreib immer ein Lied, davon weißt du was. Und auf der Bühne performen und sich feiern lassen und stehen lassen. Bushido, Bushido. Davon weißt du was. Aber von Musizieren weißt du nichts, Holmes. Walla, du weißt nichts von Hip-Hop, Bruder. Du weißt nichts von Hip-Hop. Und es ist egal, wie viel 20-Jährige mir jetzt schreiben und sagen, du laberst Scheiße. Es ist wahr, du weißt nichts von Hip-Hop, Bruder. Entschuldigung, ich habe vergessen, Animus schreibt auch für dich. Übrigens ist Animus dein bester Ghostwriter ever. Nur zur Info. Also du hast noch nie tighter geklungen als jetzt. Nichts gegen die anderen. So, aber... So. Animus, lyrisch schon immer ein Monster. Aber du weißt nichts vom Artist sein, Bruder. Du weißt nichts davon. Du weißt nichts davon. Vielleicht ist es deswegen mit dir so schwierig. Guck mal, vertrau mir, wenn ich dir sage, jeder, der dich umgibt, also fast jeder, will ich meinen, jeder, der dir zuschreit, ja Mann, ja Bushido, dies, das. Und vor allem jetzt gerade in der Situation. Jeder, der dich umgibt, will Nutzen von dir, Holmes. Jeder, der dich umgibt, will Nutzen von dir. Diese Blick von meiner Hälse, Digga. Weil du bist kein Kollegentyp, Bruder. Du bist kein Kollegentyp. Dich will man nicht als Freund haben. Also man liebt dich nicht für deine Art, man liebt dich nicht für deine Menschlichkeit, man liebt dich nicht für das, was du bist. Kein Mensch will sich mit so einem Mensch abgeben, wie dem, den ich in deiner Doku gesehen habe. Und wenn das gespielt ist,
Was ich nicht glaube. Ne? Aber wenn das gespielt sein sollte, bist du der hinterlistigste und niederträchtigste Mensch der Welt. Und mit so einem Mensch will man sich auch nicht umgeben. Vertrau mir, wenn ich dir sage, dass jeder Mensch, der dich umgibt und dir auch nach diesem Livestream sagen wird, komm Bushido, wir schaffen das. Oder komm Bushido, wir sind Familie, wir sind Freunde. Don't trust that motherfucker, Bruder. Don't trust it, Bruder. Haram, das mit deinem Geburtstag? Das mit deinem Geburtstag? Ich kenne das, Wallah, ich kenne das. Aber die fünf, die immer da waren, ne, die habe ich seit 20 Jahren, Bruder. Erst gestern noch, war ich mit einem Kollegen unterwegs, ich kenne ihn seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren. Ich habe Freunde seit 25 Jahren, Bruder. Heute noch. Wenn ich so ein schlechter Typ bin und so ein schlechter Mensch wäre, wie du versuchst mich immer hinzustellen oder wie deine Twitter-Bubble mich immer probiert hinzustellen, Bruder, dann wäre das nicht so. Bubble it in, man. Siehst du das, Bruder? Siehst du das? Ja. 12 Jahre, Bruder. 12. Und kennen tue ich die Leute auch schon länger, Bruder. Hier, Mr. Neasy One, hier unten. Bruder, 20 Jahre, Bruder. Viele Leute hier unten, 20 Jahre, Bruder. Alle, die hier... Viele Leute, die ich hier getroffen habe, 20 Jahre, 15 Jahre. Im Hintergrund Waschmaschine, war oder Trockner, Digga? Fällt mir die ganze Zeit schon auf, jo. 15 Jahre, hier auch so 10 Jahre, 12 Jahre. So, das sind alles Waybacks, Bruder. Waybacks it in, man. So, das sind alles Waybacks, Bruder. Day ones. Ich küsse dein Herz. Wir haben uns ein bisschen in Rage geredet. Riech dich nicht auf, Bro. Ich schwöre dir, macht keinen Sinn. Ich werde jetzt mal den Tag angehen. Ich glaube, wir haben genug zu dem Thema gesagt. Nui. Ah, Nui. Salam alaikum, Bruder. Guck mal hier, Nui, auch 10 Jahre bestimmt. Oh, oh. Elmir, auch 10 Jahre. Murat, sag, ja, Murat, KMN. Was geht, das sind alles Jungs hier aus Mülheim. Wir kannten die als Kids, heute sind alles Männer geworden, Bruder. Wir sind immer noch hier zusammen. Immer noch. Krass. Was soll ich dir sagen, Bruder? Lass dich nicht ausnutzen. Guck mal, wenn du sagst, deine Familie ist in Gefahr, bleib bei ihr. Ich glaube, ich kann mich wirklich täuschen, aber ich glaube, du hast eine sehr stabile Frau. Ich glaube, du hast eine sehr stabile Frau, Bruder. Ne? Bleib mit der. Mach Hip-Hop. Nimm ein bisschen Geld mit. Oder mach viel Geld. Oder mach doppelt so viel Geld. Aber hör auf mit den Streitereien. Weil guck mal, mir persönlich, ich kann nicht von allen reden, aber mir ist meine Karriere egal. Diese Karriere bedeutet mir nichts. Dass Leute auf der Straße sagen, ey Manuelsen, mir bedeutet das gar nichts. Nichts. So, gar nichts. Mir bedeutet das nichts. So, mir bedeutet das nichts. Nichts. Deswegen, wenn du dich mit mir anlegst, ne, wirst du dich mit mir auseinandersetzen müssen. So, und denk nicht, du machst mir irgendwas kaputt oder du blamierst mich vor Fans oder vor sonst irgendetwas. Meine Fans, die ich habe, wissen ganz genau, wovon ich hier rede. Deine Fans wissen es nicht. Ja. Deswegen, das Kämpfen gegen Windmühlenhomes. Deswegen, lass es sein. Und bleib bei deiner Frau.
kümmere dich um deine Kinder und dann ist gut. Dann ist gut. Du hast Glück, dass die Frau geblieben ist nach all diesem Scheiß, Bruder. Du hast Glück, dass sie geblieben ist nach all diesem Scheiß. So. Kinder sind wichtig, Bruder. Kinder sind wichtig. Und denk dran, wir haben, sie kommen in das Zeit, kommen in das Zeitalter, die gehen in die Schule, Smartphones, dies, das. Und die sehen doch den ganzen Scheiß hier. Die sehen doch den ganzen Scheiß. Die sehen das doch alles, Bruder. Lass es doch sein. Schwierig. Und meine Tochter wird jetzt auch 3. Ne? Die wird auch 3 jetzt. Und wenn sie in das Alter kommt, dass sie so Sachen vielleicht mal mitkriegen könnte, irgendwo, das ist unschön. Das ist unschön, Bruder. Wallah, das ist unschön. Deswegen lass es einfach sein. Wir sind doch zu alt, Bruder. Nicht zu alt, um noch Spaß zu haben oder zu rappen oder Musik zu machen. Wir sind zu alt für so einen Scheiß, Bruder. Wir sind zu alt dafür. Hör auf damit. Du hast deine Entscheidung getroffen für dein Leben, so wie du sie getroffen hast. Das ist kein Problem. Mach, was du willst. Aber dafür sind wir zu alt. Lass uns lieber Kriege kämpfen, wo es einen Blumentopf zu gewinnen gibt. Da hat man wenigstens noch was von. Aber nicht mehr diesen Quatsch, Bruder. Tamam. Crazy. Also ich muss auf jeden Fall sagen, nochmal zum Ende hin, ich finde auf jeden Fall einer der besten Statements, Rechtfertigung oder wie man auch immer das nennen soll, von Manuelsen. Ich finde, er ist richtig ruhig geblieben, hat sich nicht zu krass triggern lassen, hat erzählt, was er auf dem Herzen hat, ist menschlich dabei geblieben, hat auch viele Dinge angesprochen, wo ich sage, ja, Mann. Und ich glaube, auch die anderen Leute sagen, ja, Mann. Und da merkt man schon wieder, ne, wenn du ein bisschen die Emotionalität rausnimmst und einfach durchdacht redest, dann kommt es auch viel besser an. So, finde ich echt ein gutes Statement gewesen. Also, ich fand's gut, dass er nicht jetzt da irgendwie rumbeleidigt hat oder sowas. Weißt du, wie ich meine? So. Ihr wollt jetzt noch, dass ich mir das Bushido-Ding auch nochmal reinziehe, oder was? Und ich fand auch, dass das der versöhnliche Wort auch Richtung Schluss, weißt du, wie ich meine, so von wegen so, lass einfach gut sein, Dicker, Kinder sind wichtiger, konzentrier dich auf deine Frau, dies, das. Das sind halt wichtige Worte, die ich auch genau so fühle und die nicht jetzt zum Anstacheln da sind, sondern eher ein bisschen Wind aus den Segeln so rausnehmen, weißt du, wie ich meine?